willkommen zurück zu einer weiteren taktischen Folge Plants vs. Zombies Garden Warfare 1. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz taktisch mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die wunderbaren Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Wir sind hier so mitten rein in die Runde, einfach mal reingedullert. Und wir spielen die ganz normale Standarderbse, die immer noch mega stark ist. Die ganz normale Standarderbse ist mega strong unterwegs. Das wissen wir alle und sie macht doch mega Bock, wie ich finde. Oh, da kommen sie schon. Da hinten brauchen wir auf jeden Fall eine Powerbohne. Da hinten brauchen wir definitiv eine Powerbohne. Guck mal hier, 35er Hit. Und er steht noch. Und macht weiter und weiter und weiter. Warum stirbt er nicht? Komm schon, Bohne. Uff, alles muss man selber machen. Alter, der Typ hier schon wieder. Ey, spielt ihr den ganzen Tag nur Plants vs. Zombies und nur diesen Sturmsoldaten, den Armbrustschützen? Der ist mega OP, by the way. Der ist wirklich ultra mega OP und er spielt irgendwie nur den hier. Ich sehe nichts anderes. Ich sehe nichts anderes wie diesen Dude, der die ganze Zeit hier mit seiner Armbrust rumsteht und Schaden wie blöd macht. Oh, warum sind die alle so extrem gut geheilt? Also der ist hier dauernd am Kassieren und am Randalieren. Aber ich mag die Standard-Erbs. Allgemein muss ich sagen, die Standard-Varianten sind mega geil. Oh, da ist er wieder hier mit seiner verdammten Z4-Armbrust. Schon wieder. Er macht nichts anderes. Das ist so eine OP-Klasse, ne? Das ist so eine ultimative OP-Klasse. Alright, Team. Ich mach mal hier so einen rein. So. Der hat nämlich auch gestern schon mitgespielt und heute ist ein neuer Tag und der ist schon wieder die ganze Zeit da. Das ist richtig krank. Oh, nicht mehr hochgekommen. Schade. Vorlage, den hier noch weggerotzt. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, sie kommen. Hat jemand eine Bohne gedroppt? Heilung wäre echt sexy. Alles klar, Bohne rein. Heilung, Heilung, Heilung. Irgendjemand ein bisschen Heilung für den Bruder hier. Alles klar, gehen wir hier oben mal hin. Oh, von allen Seiten. Von allen Seiten. Hier nochmal einer mit dem goldenen MG. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Jetzt mittlerweile muss man wirklich extrem hart schwitzen. Und ich muss erstmal wieder reinkommen in das Ganze hier. Ohohoho, nice. Wir haben echt gut Vorlage bekommen. Oh nein. Oh, der Wicht von der Seite. Iceman. Ey, es spielen echt irgendwie gefühlt die gleichen Leute seit Release. Also das Spiel hat echt eine extrem eingeschworene Fangemeinde. Besonders auf der Xbox. Nice. Achtung, Jungs. Hier oben, Jungs. Irgendwo hinten hingerannt. Die alte Sau. Alter, ich fetz da drauf und er steckt es wieder weg. Vorlage. Ich habe das Gefühl, heute werde ich wieder König der Vorlagen. Boah, da oben stehen sie. Uiuiuiuiuiuiui. Drohne ist auch noch on the way. Boah, ich brauche Heilung. Sonnenblume. Komm schon. Heal me up. Treffe ich nicht. Oh, er hat mich auch nicht getroffen.
Achtung, von der Seite kommt wieder einer angewackelt. Alter, hier, guck dir die Hits an. Wo ist er hin? Wo ist er hin, der Dude? Wo ist er hin? Oh, 15 AP, Sonnenblume. Alter, wie habe ich den nicht getroffen? Wie habe ich den bitte schön nicht getroffen? Habt ihr es gesehen? Ich habe dem so fies eingeschenkt. Und angeblich habe ich ihn nicht getroffen. Völlig unmöglich. Achtung, 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 Achtung. Okay, ich habe nicht mal einen Assist dafür bekommen. Den haben wir mal richtig eingeschenkt. Gegner besiegt. Endlich. Verbündeter gerettet. Endlich. Wow, da kommt der Wicht. Ey, der Typ hier. 0-3. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir machen hier den Laden zu. Bohne rein. Verteidigungsbohne. Oh, wie wir hier zerbombt werden. Rein, Jungs. Rein, 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 rein. Mal alles geben. Schon wieder. Ich gebe den so auf den Sack. Alter, wie die uns überrannt haben. Wie die uns einfach überrannt haben. Ey, ab und zu verstehe ich es nicht. Du gibst den Leuten so hart auf die Fresse. Und die stehen einfach rum und chillen ihre Nuggets. Ich meine, bei so einem All-Star verstehe ich es ja noch, weil der hat eben nur mal mehr Leben. Wow, 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 was ist jetzt mit dem hier? Der steht da rum. Vorlage. Komm schon. Yes. Nichts mehr an Leben. Oh, der war auch nicht schlecht. Oh, komm schon. Yes. Oh. Nicht cool, Alter. Nicht cool. Oh, kam ich nicht mehr weg. Noch 12 hatte der hier. Gabby, der ist auch immer dabei. Der ist auch immer dabei. Also hier gibt es wirklich Menschen, die spielen das jeden Tag und gefühlt auch immer dieselbe Klasse. Finde ich schon sehr krass, oder? Mach ihn kalt, mach ihn kalt. Nice. Achtung, jetzt wieder der All-Star. Ja. No, keine Muni. Yes. Yes. Haben die einen Teleport? Ich bin geslidet. Wie ich einfach mal geslidet bin. Oh Mann, was war das denn eben? Ich wollte oben mein Geschütz aufbauen und bin einfach irgendwie so nach unten gerutscht. Auch nicht schlecht. Egal, jetzt kann ich hier vielleicht mit einer Erbse richtig schön Damage machen. Guck mal hier, ich treffe ihn und irgendwie zählt es nicht. Irgendwas stimmt doch da nicht, oder? Irgendwas ist da sehr, sehr merkwürdig. Achtung, 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 Achtung. Boah. Hat er ihn? Was geht da ab? Oh, danke, danke, danke für die Heilung. Aber hier schön reingeshootet. Alter, fall doch tot um! Erzfeind bezwungen. Boah, da war noch einer. Ich gehe noch an ihm vorbei.
wurde aber oben vom alten Betonwerfer zerlegt. Alter, die überrennen uns, die Zombies. Los, Jungs, Gas geben. Ja, harte Hits. Aber jetzt überrennen uns irgendwie gerade die Toiletten. Oh nein, das ist auf jeden Fall verloren. Das ist verloren. Da kam eine Armee Toiletten. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Pflanze oder welchen Zombie ihr unbedingt mal wieder sehen wollt, auf den ihr so richtig Bock habt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Lass mich hier ein bisschen Kleinvieh wegholen. Weil die machen auch immer mies Damage. Oh. Lass mal nicht, Kumpel. Ha. Nice. Nice. Oh, von der anderen Seite. Vorlage. Ah, Mist. Ich wollte unbedingt den Teleporter hinten kriegen. Alles klar, Wiederbelebung. Komm schon, Bohne, komm schon. Ja, den einen habe ich noch weggeholt. Oh, Gabby geht mir so auf die Nerven. Der alte Gabby Gabo. Fight! Rein, Jungs, rein. Komm schon. Bohne. Na, ah, Wicht. Ey, da machst du nix, ne? Iceman, 1,5. Ich glaube, ich hole mal wieder die gute alte Plasma-Erbse. Ich glaube, es wird Zeit, die mal wieder rauszuholen. Was ist los? Aber der ist so unsterblicher. Oh, jetzt geht's um alles. Jetzt geht's um alles. Umgeben von irgendwelchen Särgen. Die olle Schnepfe. Umgeben von irgendwelchen Sargzombies. Wo ist der Teleport? Ohne Teleport sind die auf jeden Fall gebimst. Alles klar, hier drüben. Dann brauchen wir hier die Anti-Teleport-Tactics. Kollege ist down. Nächster down. Oh nein, da kommt wieder dieser Z4-Schütze, oder? Alles klar, Vorsicht, Jungs, Vorsicht. Okay, da unten lungert schon mal einer rum. Ah, gestunt. Oh, nice, der hat den weggeholt. Zack, 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 komm schon. Egal, ich habe auf jeden Fall hier wieder gut ausgeteilt. Wieder richtig gut ausgeteilt. Immer schön rein und einfach ausdünnen. Einfach ausdünnen. Die haben zwar noch gut Zeit, aber wir sind auch gut dran. Wir sind auch richtig, richtig gut dran, muss man sagen. Oh nein, 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 Obacht. Nicht, dass sich hier welche durchmogeln.
Oh, da kommt einer mit Wicht. Ah, hier hängt er irgendwo. Mit einer Gifterbse könntest du ihn wahrscheinlich hier sogar ganz gut treffen. Alter, wo ist er denn? Hier drüben. Oh, Bohne. Ja, nice. Oh nein! Z4! Oh, ich hab ihn geholt! Manbone! Der alte Mannknochen! Mundmannknochen! Boah, alles geben, Jungs! Alles geben ist so richtig geil! Das Spiel macht ultimativ Bock wieder, ne? Das Spiel macht echt wieder ultimativ Bock! Hier wird halt richtig hart geschwitzt. Ha! Nice! Eingeschlottert. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Boah, man schießt mir in den Rücken. Geht's gar nicht gut. Haben wir hier einen Sanitäter? Irgendeine alte Heilsocke? Okay, hier rennt noch einer rum. Ja, komm schon. Boah, da ist einer dran. Jungs. Was macht der Dude? Komm schon. Okay. Da wird ausgeteilt. Noch eine kleine Bohne. Achtung, Achtung, Achtung. Nice. Nice, ey. Yes. Boah, nicht übel, Freunde. Nicht übel. Wir haben das Ding gewonnen. Wir haben alles gegeben mit der Standard-Erbsenkanone. Hat richtig Bock gemacht. Heil lebe die Gurke. Zieh in die Freiheit. Kleine Abenteuergurke, wir werden dich nie vergessen. Ich bin halt ein bisschen zu spät reingekommen. 27 Kills, trotzdem. Da sieht man, ey, nur noch Schwitzer. 38, 32, 38, 27. Die meisten sind dann doch rausgegangen. Auch hier der mit der Armbrust. Hat erkannt, ey, hier gibt's zu hart auf die Fresse. Na gut, Freunde, das war's mit dieser abenteuerlichen Folge Plants vs. Zombies Garden Warfare 1. Das Spiel macht mega Bock, es sind immer noch Leute aktiv, deswegen würde ich sagen, alle, die es noch haben, schmeißt es an, vielleicht sehen wir uns ja in der Runde. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil, wir können auch mal hier noch ein Päckchen öffnen. Aber ich glaube, wir haben alles, oder? Ich bin mir sehr sicher, ich hatte damals alles. Ja, hier gibt es nur noch Goodies, wie Sterne überspringen und so ein Kram. Was natürlich auch wichtig ist, denn so kannst du leveln. Gut, Freunde. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wie gesagt, kleine Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!